Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich möchte euch heute den Super Conqueror vorstellen, der heute mit dem neuen Patch 9.20.1 in das Spiel eingeführt worden ist. Es ist der Ersatzpanzer bzw. der Austauschpanzer für den FV215B, der jetzt quasi Premium-Panzer geworden ist oder Special Reward-Panzer. Der Super Conqueror ist jetzt der 10er Heavy der Briten, quasi schließt so ein bisschen die Reihe nach dem Carnarvon und dem Conqueror, passt so ein bisschen besser ins Bild, weil er den Turm jetzt auch in der Mitte hat und nicht wie der FV215B hinten. Und der Super Conqueror, der ist wirklich super, also der verdient auch wirklich diesen Namen. Der Panzer, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ich habe ihn mal in Vergleich gesetzt mit dem T110E5, weil ich die Spielweise am ähnlichsten finde und mit dem 113er, einfach nur mal um hier so das Maß der Dinge, was die DPM angeht, zu zeigen. 2876 Schaden pro Minute haut dieses Biest raus, 259 Durchschlag, also das ist so Objekt 260 Style, 259 Durchschlag ist wirklich, wirklich gut auf der Tierstufe 10 für einen Heavy, 400 Alpha Schaden, also auch das identisch mit dem T110E5, der 113er hat 440 Alpha Schaden, aber diese Kanone vom Super Conqueror, die hat es auch wirklich in sich, diese Rate of Fire ist super krass, die Shell Velocity 1067 ist auf jeden Fall auch extrem gut auf der AP Munition. Und jetzt schaut euch das hier an, 1,92 Sekunden Einzielzeit, also wirklich ein Snapshot-Monster vor dem Herrn. Und dann sehen wir hier 0,32 Dispersion, also die Genauigkeit auch super für einen 10er Heavy. Und hier diese Dispersion-Werte während der Bewegung, während der Panzerdrehung und während der Turmdrehung, sucht auch wirklich seinesgleichen, sind so ähnlich, so Pattenwerte eigentlich schon, 0,12, 0,12, 0,10, also auch hier wirklich, wirklich hervorragende Werte und dann, als wenn das nicht schon genug wäre, 10 Grad Gun Depression bringt der Super Conqueror mit, der E5 kommt nur auf 8 Grad, der 113er, das wird hier ein bisschen fälschlich angezeigt, nur über die Seiten auf 7 Grad Gun Depression, der WZ 111 5 Alpha, der kommt auch über die Front auf 7 Grad Gun Depression, also aber 10 Grad Gun Depression beim Super Conqueror. Ich kann mir gar nicht ehrlich gesagt vorstellen, dass der Panzer so bleibt, aber er macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, ihn zu spielen. Bei der Panzerung, da habe ich am Anfang gedacht, dass sie ein bisschen stärker wäre, aber die kann man auch ganz gut ausspielen, aber das schauen wir uns gleich an. Geschwindigkeit 34, er ist nicht der mobilste, T110E5 ist schneller und der 113er E7 etc., da brauchen wir nicht drüber sprechen, das sind ja so dann eher so Medium-Heavy-Hybriden, gerade 113er, WZ111, 5 Alpha, Objekt 260, aber 35 km/h durchaus brauchbar, Rückwärtsgeschwindigkeit wie bei den Amerikanern nur 12 km/h, das ist relativ langsam, also ihr solltet euch schon überlegen, wann ihr denn rauspiekt und wann nicht. Power-to-Weight-Ratio ist jetzt auch nicht berühmt, aber der Panzer hat schon so viele positive Eigenschaften, ich denke, da ist die Mobilität eher zu vernachlässigen und er schafft seinen Weg über das Gefechtsfeld, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Panzerung gucken wir uns gleich an, Basissichtweite, denke ich, ist solider Durchschnitt, 400 Meter für einen 10er Heavy, ihr seht das selber, die anderen beiden 10er Heavys kommen auf genau identische Werte. Ja, ich will auch gar nicht lange an den Stats hier rumschrauben. Wir gucken uns den Panzer gleich im Gameplay an. Schauen wir einmal ganz kurz auf die Panzerung, was vielleicht auch für viele interessant ist. Wenn er so vor euch steht, Unterwanne, ein ganz, ganz einfacher Pen, auch wenn er so steht, müsstet ihr eigentlich, ihr seht das selber, wie einfach ihr hier durch die Unterwanne kommt. 145 mm, 148 mm, also die Unterwanne wirklich der Weak Spot, deswegen müsst ihr auch vor allem immer darauf achten, dass ihr mit den 10 Grad Gun Depression arbeitet. Oberwanne ist deutlich härter, 263 mm und da könnt ihr nicht einfach so mit Heat durchkloppen für den einen oder anderen, der jetzt auf die Idee kommt, dem Jagdpanzer eher in 100 oder eher in 100 einfach Heat zu laden, weil das Spaced Armor ist. Ihr seht das hier, dieses Schild, das ist genauso wie am Turm aufgesetzt, diese Platte hier, Spaced Armor, 20 mm Spaced Armor, also da könnt ihr nicht wirklich gut mit Heat durchschlagen, mit APCR geht das schon ganz brauchbar. Dann habt ihr hier diesen Turmkranz, der ist relativ hart hier außen gepanzert, wenn er so vor euch steht, aber hier kommt ihr auf jeden Fall mit Premium-Munition oder ja, mit 10er TDs durch. Zwischen Kanone und Wanne, da ihr seht das hier selber, so 280 mm, nur ihr, wenn ihr einen gegnerischen Conqueror direkt vor euch habt oder im Facehack, dann schießt hier mit APCR oder Heat durch, auch einfache Penetrationstreffer. Hier
an der Turmseite dieses Based Armor. Ihr seht das selber, da braucht ihr, wenn er so vor euch steht, nicht drauf versuchen zu schießen. Aber sobald er den Turm so leicht zur Seite dreht, seht ihr das schon, dann wird das relativ schwach. Und hier hinten nur noch 237. Also da könnt ihr den Super Conqueror ohne Probleme dann penetrieren. Turmseite brauche ich sowieso nicht drüber sprechen. Also die Panzerung wirkt nur dann effektiv als Tipp quasi für diejenigen von euch, die jetzt mit dem Super Conqueror unterwegs sind. Wenn ihr den Turm frontal auf euren Gegner draufhaltet, dann haben wir hier oben noch so einen kleinen Mini-Coppola. Wenn ihr aber euch so vor den Gegner stellt, ihr seht selber, dann sieht das niemand. Nur wenn der Panzer so steht, also wenn ihr leicht erhöht drauf schießen könnt, 157 mm. Einfacher pennen möchte man meinen, aber wie gesagt, das muss man erstmal treffen hier oben drauf. Dann noch eine Sache zum Sidescrapen. Er hat nicht diesen obligatorischen Weak Spot, den der FV215B seinerzeit oder immer noch hier hat, sondern er hat hier an der Seite durchgehende Panzerung, also keinen Weak Spot mehr. Ihr dürft es aber, das ist der maximale Anstellwinkel von dem Super Conqueror. Wenn ihr es übertreibt, ihr seht das selber, wird das hier grün, dann kann euch hier alles durchhauen. Gerade hier vorne sehr, sehr schwach gepanzert. Also wenn ihr einen Super Conqueror vor euch habt, der versucht zu sidescrapen und das Ganze vielleicht ein bisschen schlecht angeht oder überwinkelt, dann nutzt die Gelegenheit und haut ihm hier einfach vorne durch. Das geht extrem einfach. Und ansonsten ist die ganze Seite mit 146 mm eigentlich ein Easy Pen, aber sie hält ganz gut Heat-Munition mit den Tracks etc. auf. Also der Panzer rundum eigentlich ein gelungenes Paket oder beziehungsweise vielleicht, das muss jetzt erstmal die Zukunft zeigen, zu starkes Paket. Also ich habe jetzt vom ersten Eindruck her gedacht, Mann, der ist aber schon extrem krass, gerade diese DPM gepaart mit 10 Grad Gun Depression und dann dieser gut einzusetzenden Turmpanzerung. Also das ist schon ein Brett, wenn der so vor euch Halldown steht. Da muss man mal schauen, inwieweit sich das dann auf das Gefecht auswirkt. Das soll jetzt erstmal soweit zur Theorie gewesen sein. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal zwei Replays an. Ja, die erste Runde, die ich für euch dabei habe, hat stattgefunden auf der Karte Charkov. Wir sind unterwegs in einem reinen 10er-Only-Battle und wir haben auf beiden Seiten im Gegnerteam 4 Super Conqueror, in meinem Team 3 Super Conqueror. Ja, wir wollen einfach mal schauen, was dieser Panzer denn imstande ist zu leisten. Wir haben jetzt hier eine Map mit Charkov, die jetzt nicht unbedingt prädestiniert ist für den Super Conqueror bzw. für die Stärken des Conqueror, weil er hier seine Turmpanzerung natürlich nicht bis zum Exzess ausspielen kann. Hier gibt es nicht so die Spots, wo man mit den 10 Grad Gun Depression wirklich arbeiten kann. Nichtsdestotrotz ist der Panzer eigentlich auch auf so einer Stadtkarte extrem gut aufgehoben, gerade durch diese Fähigkeit zu snapshotten. Der gegnerische Super Conqueror steht da schon und erwartet uns, aber ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so große Sorgen. Ich versuche jetzt hier nochmal einen Schuss zu baiten und jetzt sollte ich eigentlich hier vorbeifahren. Mich jetzt hier die ganze Zeit abzuklatschen mit dem gegnerischen Super Conqueror und gegenseitig an den Panzerungen abzuprallen, ist jetzt nicht so richtig die beste Idee. Wenn aber hier der E100 und der E5 Druck machen auf die beiden gegnerischen Super Conqueror bzw. auf den, der hier steht, dann haben wir eine gute Möglichkeit, hier mitzukämpfen. Erster Treffer auf den gegnerischen Super Conqueror, der vielleicht ein bisschen aggressiv hier vorgefahren ist und jetzt hier gegen drei Heavies, ehrlich gesagt, kaum einen Stich sieht. Ja, das war es dann auch schon. Jetzt haben wir da den zweiten Super Conqueror. Auch dem können wir hier hervorragend in die Unterwanne schießen. Wir sind schon bei 1200 Schaden und die Gegner machen uns das hier recht einfach. Jetzt hat uns der Centurion noch am Super Conqueror vorbei einen Schuss mitgegeben. Aber gut, das war jetzt der erste Treffer, den wir einstecken mussten. Und wir sind selber schon bei 1600 Schaden. Ich denke, ihr kriegt aber schon ein Gefühl für diese mega krasse DPM. 7 Sekunden Reload-Zeit habe ich jetzt hier mit dem Setup, das ich fahre. Also ohne Ration, einfach mit Waffenbrüdern, kommt ihr hier mit Ansetzer auf 7 Sekunden Reload-Zeit. Da war es das dann jetzt auch mit dem Centurion Action 10. Ausgerüstet habe ich den Panzer mit vertikalem Stabilisator, Ansetzer und einer Lüftung. Und jetzt achten wir mal ganz kurz darauf. Oh, jetzt habe ich hier den E100. Bin ich in Schuss gefahren, tut mir leid. Aber auch wie präzise er die Trackshots setzt. Also mit dem Super Conqueror solltet ihr auf jeden Fall immer in solchen Situationen auf Trackshots setzen. Ihr habt die DPM, um dann nachzuziehen, um nochmal einen Schuss zu setzen. Jetzt ist mir der E5 vorgefahren, aber kein Problem. Und ihr seht selber, wir sind jetzt hier schon bei 1300 Unterstützungsschaden.
auch den Schuss sicher gemacht. Ihr seht auch, wie genau diese Kanone ist. Ich ziele hier, guckt euch jetzt diesen Schuss an. Ich ziele hier auf den FV-215B und überhaupt gar kein Problem mit der 0,3 Genauigkeit. Geht einfach easy rein. Wir sind schon bei 3837 Schaden, 1441 Unterstützungsschaden durch unsere Trackshots auf den Super Conqueror. Gerade auf so Stadtkarten, wenn ihr zum Beispiel auch auf Gunmax unterwegs seid, dann lieber statt auf Spot-Schaden, auf Track-Schaden zu gehen. Das rentiert sich meistens mehr, gerade mit so einem Panzer wie dem Super Conqueror. Und da haben wir gleich den nächsten Kollegen auf Kette gestellt. Leider hat er sein Rap-Kit jetzt noch ziehen können. Die FV-215B-Geschichte, diese Kanone vom Super Conqueror, einfach super, super krass. Wie schnell er einzielt, wie schnell er die Schüsse raushaut. So, jetzt können wir vielleicht nochmal auf den nächsten hinschießen. Nächster Treffer. Und da war es das dann mit der Runde. Leider, leider kann ich euch von den beiden Runden, die ich euch jetzt hier mitgebracht habe, die Postgame-Stats nicht zeigen, weil whatreplays.com diese Replays noch nicht akzeptiert. Da kommt dann die Fehlermeldung, dass dieses Replay wahrscheinlich auf dem Testserver aufgenommen worden ist. Also das hat man häufiger, vielleicht kann ich das nachreichen, aber das hat man häufiger am Patchtag, dass man noch keine Replays von den ganz neuen Fahrzeugen hochladen kann wegen der NDA. Ich hoffe, es stört euch nicht. Das war jetzt hier ein Replay. 4888 Schaden, 1481 Unterstützungsschaden und ihr habt selber gesehen, wir haben nur AP geschossen in diesem 10er Only Battle. Also auch das ist möglich mit dieser AP-Munition mit 259 Durchschlag, gerade wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, immer Trackshots zu setzen etc. oder die Unterwanden zu penetrieren, dann kommt dieser Panzer auch hervorragend ohne Premium-Munition aus. Ich habe jetzt noch eine Runde für euch dabei, da werde ich deutlich mehr Premium-Munition nutzen, ganz einfach, weil wir da in Haldown-Schlachten verwickelt sind. Also auch da viel Spaß. Ja, die nächste Runde hat stattgefunden auf Malinowka. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal ein bisschen laufen lassen, ihr seht, die ersten anderthalb Minuten sind schon rum, ganz einfach, weil hier noch nicht viel passiert ist, außer dass wir in Centurion Action 10 verloren haben. Ich habe mich hier auf den Weg zum Hügel gemacht und das ist so ein Bild hier, was ihr, denke ich, ja, die nächsten ein, zwei Wochen häufiger sehen werdet. Jeder möchte natürlich seinen Super Conqueror ausprobieren, gerade am Patchtag und auch an den Tagen danach ist das eigentlich ein geläufiges Bild bei ganz neuen Panzern und wir sehen es hier selber auf beiden Seiten. Wie viel sind es? 9 Super Conqueror auf beiden Seiten. Also das wird eine ganz, ganz lustige Runde. 2 Artis noch dazu und ihr seht, wie viel hier auf dem Weg zum Hügel ist. Die ganze Machala. Ja, das ist jetzt hier so ein Match, wo wir gleich den massivsten Einsatz von APCR-Munition auf beiden Seiten sehen werden. Ich denke auch, weil vielen noch nicht so richtig geläufig ist, wo man die Panzerung am verlässlichsten penetrieren kann, weil viele noch am Ausprobieren sind. Also, ich wollte euch dieses Replay trotzdem zeigen. Ihr habt es gerade gesehen in dem Replay von Charkov. Man kann mit diesem 259 Durchschlag auf jeden Fall auch so arbeiten. Aber wenn ihr jetzt gegen so eine Horde von Super Conquerern antretet, solltet ihr nicht geizig sein, gerade auch wenn da so noch Typ 5 schwer, vielleicht eher ein 100 Maus oder sowas dabei ist, da habt ihr dann mit 259 Durchschlag keine Chance mehr. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht den Fehler machen, hier unten stehen zu bleiben und quasi den Gegnern die Möglichkeit zu geben, die ganze Zeit Haldown auf unser Unterwand zu schießen, sondern derjenige, der von oben nach unten kämpft, hat natürlich einen Vorteil und von daher müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier diese gegnerischen Super Conqueror so schnell wie möglich vom Hügel wieder runterschieben. Das macht unser Team hier eigentlich ganz gut, dass wir ständig nachdrücken. Jetzt habt ihr gerade gesehen, da habe ich zwischen Kanone und Blende durchgeschossen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr den Super Conqueror penetrieren könnt. 0:3 steht schon gegen uns und ich wurde jetzt gerade von dem Super Conqueror, der auf D6 steht, penetriert. Der schießt uns quasi hier schon in den Rücken und von daher habe ich jetzt einen kleinen Schlenker gemacht nach links. Wir haben jetzt hier den Hill unter Kontrolle gebracht und jetzt machen die Gegner den brutalen Fehler, dass sie sich hier fallen lassen und dass sie uns quasi die besseren Positionen geben und ihr seht das selber, das kann man dann schamlos ausnutzen. Wir
verstecken unsere Unterwannen und können aber ohne Probleme auf die Unterwannen der Gegner schießen. Ich versuche hier auch immer schön noch die Trackshots zu setzen, dass die Gegner hier auch ja nicht davonkommen. Objekt 261 hat uns jetzt getroffen. Jetzt haben wir vom gegnerischen Super Conqueror in die Turmseite bekommen, genau von dem, der da rechts neben dem Typ 5 schwer steht. Und ihr seht es selber, auch die Gegner nutzen ganz gut APCR. Typ 5 schwer ist natürlich immer so eine Sache am Turm, den zu penetrieren. Aber das ist halt auch der einzige Panzer, der uns wirklich verlässlich Schaden zufügen kann. Weil er halt HE schießt mit der Derp Gun. 2-3. Aber wie gesagt, ihr seht das selber, die Gegner haben halt den brutalen Fehler gemacht, dass sie uns den Hill hier überlassen haben. Und jetzt kämpfen wir von oben nach unten und können das quasi gegen die Gegner einsetzen. Ich habe jetzt wieder versucht, dazwischen Blende und Kanone durchzuschießen, genau da. Jetzt habe ich gerade mal kurz versucht, da oben in den Cupola reinzuschießen. Jetzt zwischen Turm und Wanne. Auch da kann man durchschießen, ihr habt es gerade gesehen. Jetzt habe ich zwischen Turm und Wanne da genau in diesen Kranz reingeschossen. Aber das ist halt kein 100% verlässlicher Treffer und schon gar nicht mit AP-Munition. Da müsste ich schon APCR dann schießen. Aber da kommt der zweite Treffer jetzt rein. Und jetzt sollten wir den Kollegen hier auch rausnehmen können. So sieht's aus. Wir sind bei 2596 Schaden, 4-5 steht's. Wir haben unsere gesamte Basis verloren. Wir haben auf dem Hügel alles richtig gemacht, aber die Panzer, die sich dazu entschlossen haben, unten zu kämpfen, 50B, die beiden anderen Super Conqueror, die sind jetzt hier draufgegangen. So, letzter APCR-Schuss. Und ihr habt es gesehen, dieser Bereich zwischen hier, zwischen Turm und Wanne, den kann man relativ gut treffen mit einem Super Conqueror und der ist extrem schwach gepanzert. Und auch wenn, sobald die Super Conqueror den Turm leicht nach rechts oder nach links drehen, habt ihr einfache Chancen, die Gegner zu penetrieren. 7-6, aber das Gegnerteam steht schon in unserem Cap und wir haben ehrlich gesagt keine schnellen Mediums mehr, die jetzt in der Lage wären, hier nochmal zurückzufahren zum D-Cap. Ich habe auch nur noch 417 AP. Wir sind aber auch hier wieder bei 4117 Schaden, 439 Unterstützungsschaden. Und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, wie die Kanone auf Distanz arbeitet. Jetzt habe ich da gerade gedacht, ich habe jetzt erst gedacht, dass der Super Conqueror da quasi erhöht steht, tut er nicht. Er steht leicht mit dem Heck angehoben. Das habe ich nicht gerafft und habe dann die ganze Zeit auf der Unterwanne bzw. Oberwanne gefailt. Jetzt eine schöne Roll für 500 in den gegnerischen Super Conqueror. Aber wir werden es halt, wie gesagt, nicht mehr schaffen zu decappen. Wir haben den Panzer wieder getroffen. Er steht da natürlich für uns in einem sehr ungünstigen Winkel. Aber ihr seht, dass die Kanone verlässlich auf jeden Fall immer den Schuss ins Ziel findet. Jetzt der nächste Treffer, den wir hier anbringen konnten. Und natürlich jetzt ein bisschen Glück, dass die Arte hier nicht auf mich schießt. Die Gegner haben durchgekappt und wir haben trotzdem nochmal einen Schuss reinbekommen. 5358 Schaden, 439 Unterstützungsschaden. Die Runde war natürlich jetzt ein bisschen teurer. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil die ganz gut mal verdeutlicht hat, erstens das Positionsspiel, dass es super wichtig ist, dass ihr von oben nach unten kämpft und nicht von unten nach oben. Zweitens habt ihr hier ganz gut viele schöne Treffer gesehen, wo der Super Conqueror dann doch an Panzerung verliert, wenn er den Turm dreht, wenn er den Turm von euch wegdreht, könnt ihr hier ohne Probleme durchschießen. Super guter Treffer, Unterwanne sowieso, das hatten wir schon besprochen. Und dann auch hier diese Stelle zwischen Turm und Wanne, beziehungsweise zwischen diesem Schild und der Wanne. Hier durch den Kranz könnt ihr auch hervorragend schießen. Und zusätzlich habt ihr es gesehen, dass man auch hier durchschießen kann. Also es gibt schon den einen oder anderen Weg, diesen Super Conqueror auszuschalten. Nichtsdestotrotz, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Dieser Panzer mit 10 Grad Gun Depression, wenn er Hulldown steht, ist einfach ein Biest. Wir haben auch 2800 Schaden geblockt.
Also, mit dem Panzer ist auf jeden Fall in Zukunft zu rechnen und diese ultra krasse DPM noch dazu, gepaart mit der genauen Kanone, macht ihn halt zu einem wirklich, wirklich krassen Damage-Dealer. Also, da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, ich kann euch leider die Postgame-Stats nicht zeigen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Habt einen Eindruck von dem Super Conqueror bekommen und auch von dem Matchmaking, das er mit sich bringt, was, denke ich, noch ein paar Tage auf jeden Fall anhalten wird. Falls euch das Video weitergeholfen hat, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.